So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siren Blood Curse. Ja, in der letzten Folge haben wir so eine komische, übergroße, fette Made gesehen. Mich schaudert es immer noch. Ja, wir haben Episode 6 abgeschlossen mit einem Rush am Ende. Das tut mir immer noch leid, I'm sorry. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal Episode 7 und schauen mal, ob wir das vielleicht mit den Rush freier durchkriegen. Wir scheinen wieder mit Howard zu spielen. Eine fette Made. Daddy, Mommy. Mia, das ist nicht gut. What is that? Hat der Typ wenigstens noch seine Pumpgun? Das wäre toll. Ich befürchte aber, der hat die nicht mehr. So ein kleines handliches Teil hat er mit Sicherheit verloren. Und es ist wieder dunkel. Und Menno. Okay, das habe ich sogar vom Japanischen übersetzen können. Schrei da doch noch lauter, Rundu. Vollpfostenkorb. Ich sage, wir spielen wieder Howard. Ich wusste es. Erreichen Sie den Nestkern. Was? Was für ein Ding? Erreichen Sie den Nestkern. Brechen Sie im Schutz des Donners ins Chibito-Nest ein. Habt ihr einen Schatten? Also ich weiß, ich habe das letzte Folge schon mal gefragt, aber... Alter, das ist nicht euer Ernst, ne? Ja, super, wir haben nur 2 Schuss, aber dafür haben wir dieses Mal 5 Fallen. Da sieht uns einer. Nur für ein Zweiter nichts ist. Wir machen kaum 2 Meter. Das werden wir schon gesehen. Und ein Scharfschütze. Aber, hallo? Jetzt geht's ab hier, oder was? Bleibt da hinten, hässlich Vieh. Okay, also trotz Blitz sieht er uns nicht. Mann, ich will nicht. Viech müsste uns gerade. Das guckt uns direkt an, ne? Ist doch scheiße, der rennt da oben rechts in der Ecke rum. Das Glücksdreieck, aha. Ich wüsste gern, wo wir da hochkommen. Takemoto-Haus. Was haben wir denn hier so schön stehen? Nicht. Nicht ist gut. Kann zumindest nicht falsch sein. Unsere schöne Doppelläufige. Ach ja, das war der
Revolver und der Dolch. Der Dolch war cool. Also abgesehen davon, dass ich jetzt sowieso wieder Munition für die Doppelläufige bevorzugen würde, aber ich muss ernsthaft, ich muss nochmal gucken, ich muss gucken, wie viel Zeit wir haben, weil ich gesehen habe, dass da eventuell irgendwas verdeckt ist, also wo wir hinlaufen können, ohne gesehen zu werden, vielleicht, wenn wir Glück haben. Das heißt, wir müssen uns das jetzt ernsthaft nochmal antun. Weil dieser Blödmann uns ja ankiekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, 22, 23. Also ich sag mal höchstens 24 Sekunden, eher ein bisschen weniger. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz warten. Weil durch den Signalverlust habe ich natürlich nichts gesehen und konnte natürlich auch nicht starten. Weil ich möchte eigentlich von da aus da nach links hin. Im Prinzip gegenüber von dem Glücksdreieck. Weil da ist irgendwas schwarz. Und schwarz sind meistens Gegenstände, wo man sich hinter verstecken kann. Hoffe ich. Hoffen wir mal. Also ich sag mal so, wenn wir grob an dem Baum vorbei sind, so 2-3 Meter, dann sind wir eigentlich außerhalb des Sichtkreises von diesem scheiß Shibito-Viech. Ach scheiße. Wow! Ja, super, der Scheiß. Fuck. Also, der Scheiß-Schütze alarmiert den anderen und wir werden direkt eliminiert. Fuck. Aber wir haben 2 Schuss und nur 2 Gegner. Versuchen wir es mal mit so einer blöden Falle. Na, lauf schön in die Falle rein, du Sau. Der läuft bis an die Falle ran. Willst du mich verarschen? Ich hoffe, wir kommen schnell genug bis nach hinten. Ja, das hat funktioniert. Komm, lauf in die scheiß Falle.
dann feg dich doch, Penner. Da ist einer. Ist halt jetzt schon fast die Überlegung, ne? Nehmen wir erstmal. Ich denke, wenn wir nach oben gehen, könnte das eventuell sein, dass wir den Scharfschützen nehmen. Der ist direkt gegenüber. Der ist direkt gegenüber von dem grauen Ding, also dem Auto. So viele Gegner drin, ne? Ich muss leider zur dämlichen Spaltachs wechseln. So, jetzt ist die Frage, wie viel Schuss hat die? Ein! Das wollt ihr mir nicht ernsthaft erzählen, oder? Ich würde ja sagen, wenn wir wenigstens ein Gegner sehen würden, dass wir den umnieten könnten oder so. Damit danke ich euch fürs Zuschauen. Sorry, dass ich nicht sonderlich weit gekommen bin. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, vielleicht habe ich ja bis dato noch nicht weitergespielt, weil ich einfach noch nicht weiterkam. Und dann könnt ihr mir einen Tipp geben. Ja, damit danke ich euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Fo.